Zusatzfrage, Abgeordneter Schellhorn. Danke, Frau Vorsitzende, geschätzter Herr Minister. Nun sind Sie ja Praktiker und wie wir seit gestern wissen, insofern Stichwort Jugendarbeitslosigkeit, Lehrlinge. Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel im Bezirk Bongau 300 Lehrstellen offen und nur 30 Suchende und in ganz Österreich auf der anderen Seite an die 6.000 unbegleitende Jugendliche, die vor allem den Lehrlingsmarkt auch dementsprechend integriert werden können. Wie schauen Ihre Maßnahmen dafür aus, also dass man vor allem in dem Lehrlingsbereich auch hier die unbegleiteten Jugendlichen integrieren kann? Haben Sie spezielle Vorschläge? Wie schaut Ihr Maßnahmenkatalog aus? Herr Bundesminister. Danke, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter. Ich halte den Ansatz für sehr wichtig, dass unbegleitende Jugendliche, die hier in Österreich um Asyl ersucht haben, dass man diese ganz besonders integriert, dass man sich um diese Personengruppe auch kümmert. Ich bin sehr froh, wenn es Unternehmen gibt, die denen eine Ausbildung auch zukommen lassen. Der erste Schritt, den die Bundesregierung gesetzt hat, ist, dass wir gerade für diese Zielgruppe die Deutschkenntnisse in den Vordergrund stellen. Das ist der erste Schritt. Da haben wir vor 14 Tagen hier auch eine klare Festlegung dazu gemacht. Der zweite Schritt ist, dass man diese Zielgruppe zulässt für eine Lehrlingsausbildung. Da braucht es alle Maßnahmen. Und ein dritter Schritt wird auch sein, und das wird auch hier im Parlament noch zu diskutieren sein, wie gehen wir mit dem Ausbildungspflichtgesetz um, nämlich auch für diese Zielgruppe nachgehend zu sagen, wir wollen euch weg von der Straße, wir wollen, dass ihr euch in Österreich integriert. Und da ist eine Lehrlingsausbildung, da ist die Teilnahme im Betrieb eine wichtige Maßnahme, die werde ich unterstützen.